nebenbei gesagt, das kann ich jetzt schon mal sagen, ich weiß nicht, ob wir es denn zum Schluss rausschneiden, ich krieg so ein Kindercard, um die anderen beiden irgendwie, dass sie so eine Chance haben, ich krieg ein Kindercard, die kriegen ein bisschen schnelleres, die sind auch ein bisschen aufgebohrt hinten, so, die fahren ein bisschen schneller, die Dinger, und dann können wir mal gucken, dann wird das vielleicht irgendwie halbwegs gerecht. Ja, was ist denn heute überhaupt euer Plan, was macht ihr denn eigentlich? Also wir gehen heute, so Bill ist ja gerade in der Stimmreha, und von daher haben wir ein bisschen Zeit, endlich mal zu klären, wer der beste Fahrer ist, beim Go-Kart fahren. Das bin natürlich ich. So. Also von daher wird so es auch albern, heute, ey. Es wird auch heute nicht besonders spannend, weil wenn wir das jetzt hier am Anfang gleich zeigen, dass ich sage, dass ich gewinne, so, dann ist die Spannung eigentlich schon weg, weil das stimmt und im Endeffekt wird es auch so ausgehen. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass ich heute verliere oder so. Das Problem ist nur, Gustav ist so ein extrem aggressiver Fahrer. Also, das ist ein Rau hier. Fährt ja auch einfach mal hinten drauf aus gut. Wenn ich mal hinten drauf fahren, das wird er bei mir nicht schaffen. Aber höchstens, wenn ich ihn überrunde oder so. Aber. Möchte ich bitte, wenn ihr rausfahrt, dass ihr die ersten ein bis zwei Runden mit etwas vorsichtiger fahrt, weil die Karts, die kriegen Ende der langen Geraden bis zu Tempo 70 drauf. So, dann würde ich sagen, steig erstmal ein. Hier nimmt sich ein Kart. So, hier, ne? Die Nummer nochmal ganz genau an hier. Was ist denn eine Taktik? Das Feld von hinten aufräumen. Tom, was los? Die anderen parken gerade ein. Du stehst hier schon. Bist du eine Weile hier? Also, das wird ja gar keine Herausforderung heute. Ja, also die Karts sind geil, finde ich, und die Bahn ist auch super. Also ich kann. Mein Pokal jetzt ab. Georg hätte ihn natürlich verdient so, weil er hat noch nie was gewonnen in seinem Leben, aber leider war ich 3 Sekunden schneller. No one knows how you feel, no one there you'd like to see. The day was dark and full of pain. You write help with your own blood, 'cause hope is all you've got. You open up your eyes, but nothing's changed. I don't want to cause you trouble, don't wanna stay too. Es gab eine kleine Wettbewerbsverzerrung, also ich hatte halt ein Kart mit weniger PS, aber ich will da jetzt nicht mehr so drauf rumreiten, weil die anderen haben schon ein bisschen schlechte Laune, du merkst, da vorne ist auch relativ still. Aber das ist leiser Zitzer, Junge!
Fall hier irgendwie nach meinem geilen Sieg irgendwie bei der Go-Kart-Bahn. Sind wir jetzt hier und müssen noch ein bisschen arbeiten. Und wir haben jetzt hier irgendwie zwei Chats. Der erste ist hier für Habbo, für Kanada. Und wir sind jetzt hier gerade unter Tom the Don eingeloggt und checken jetzt hier erstmal, was die Mädels so für Fragen stellen. Ich kann natürlich erstmal mehr, wie gut ich aussehe, so. Müssen wir mal weiter gucken. Ja. Siehst gut aus, du bist der Geiz, ja. Georg ist scheiße, gut. No. Aber das sind natürlich so die typischen Sachen, die Leute hier so schreiben. Hey, we are Tokyo Hotel. Finally, it's out all across the states, the US version of our Scream album, and we want to let you know what's in store for you.